So, in progress. Willkommen auf jeden Fall zum BYOB House of Pips Team Call. Take the risk or lose the chance. Nicht nur mit mir, sondern mit unseren beiden P1-Leader und Leaderin Jasmin und Zucker. Ich freue mich wahnsinnig auf diesen Team Call. Wir haben ihn schon früh wirklich angekündigt. Deswegen, wer hier nicht auf diesem Call ist, der verpasst wirklich die Chance. Deswegen mega nice, dass ihr aber hier seid. Ich darf euch auf jeden Fall willkommen heißen. Wir haben eine mega geile Woche auch hinter uns. Wir hatten 7 Days, 7 Skills. Wir waren auch in Belgien. Ich werde gleich noch ein bisschen drüber sprechen, auch wenn wir jetzt kein Netz dort hatten, haben wir trotzdem Lösungen gefunden, wie immer. Deswegen immer ganz wichtig, Leute, immer lösungsorientiert sein. Und ich möchte ganz kurz möchte ich das einfach mal machen. Wir hatten diese Woche einige neuen Personen, die seit dem letzten Team-Call nicht mehr da waren. Beziehungsweise vom letzten Team-Call, das war vor genau 2 Wochen. Ihr wisst ja, wir machen diesen Team-Call immer alle 2 Wochen. Und der letzte war am 10. Juli. Am 10. Juli hatten wir zuletzt diesen Team-Call. Deswegen, Leute, macht mal ein fettes Welcome wirklich für den lieben Lukas. Schreibt mal wirklich ein paar Herzen rein. Für den lieben Lukas, der seitdem gestartet ist. Für die liebe Kate, die seitdem angefangen hat. Schreibt mal bitte was rein für die liebe Nestian, die seitdem angefangen hat. Wir hatten Belkis, die P150 gegangen ist. Wir hatten Giro, der Funded Trader gegangen ist, 10k. Das heißt, was in 2 Wochen passiert ist, Wahnsinn. Wir haben Leute, die Bilder reingeschickt haben, wie sie Geld verdient haben durch die Märkte und so weiter und so fort. Dann, macht Welcome auf jeden Fall für die liebe Jessica. Ich gehe gerade so unsere Gruppe wirklich durch. Für die liebe Jessica, macht auf jeden Fall mal ein dickes, fettes Welcome. Natürlich auch für die liebe Claudia, macht ein dickes, fettes Welcome. Natürlich auch für den lieben Ivan, der heute angefangen hat, macht ein liebes Welcome auch für den Lukas, der heute angefangen hat. Deswegen ist es auf jeden Fall mega nice, dass so viele Leute die Entscheidung getroffen haben, etwas zu verändern und auch verrückt, was in diesen 2 Wochen abging. Das heißt, ihr seht wirklich, das Momentum ist wirklich da, das Momentum ist wirklich da. Wir sind am Rennen, wir sind am Machen und am Tun und ich freue mich auf die nächste Zeit, auf die kommende Zeit. Yes, deswegen das auf jeden Fall dazu. Ich habe noch ein, zwei wichtige Punkte, die ich euch gleich auf jeden Fall zeigen werde, aber das erst am Ende. Deswegen, ich würde das allererste Wort direkt mal abgeben, weil die Zeit der Person, die jetzt kommt, ist sehr, sehr wertvoll. Und das ist die liebe Jasmin. Und ihr müsst euch vorstellen, Jasmin hat vor genau, fast genau 3 Jahren angefangen. Vor fast genau 3 Jahren. Ich arbeite mit keiner Person so lange zusammen wie mit der lieben Jasmin. Und ich habe zu Jasmin damals gesagt, ey Jasmin, wenn du durchziehst, wenn du Gas gibst mit mir gemeinsam, ich sage dir so, wie es ist, wir werden Ziele um Ziele um Ziele erreichen. Und Jasmin hat sich daran gehalten, nicht wie viele andere. Jasmin hat weiter durchgezogen und hat Dinge niemals irgendwie aufgegeben und ist immer noch hier. Und das ist verrückt. Und das verdient den meisten Respekt eigentlich von mir, dass Jasmin so lange durchzieht, dass ihr euch auf eine Person auf jeden Fall immer verlassen könnt. Deswegen, wenn du mit Jasmin arbeitest, glaub mir, du hast großes Glück, weil sie kümmert sich wahrscheinlich mehr um deine Ziele als andere Menschen, als dein Chef oder sonst wer da draußen. Und das ist verrückt. Sie organisiert den Kennenlern-Call. Sie ist wirklich da, wenn man sie braucht. Und sie bereitet sich immer so gut vor, wenn sie speakt. Das weiß ich ganz genau. Nimmt dieses Business mehr als nur professionell. Für sie gibt es nur dieses Business mittlerweile. Und deswegen, Jasmin, ich danke dir für alles, was du, ja, die letzten 3 Jahre getan hast. Nicht nur für mich, sondern auch für dein Team, für deine Fam oder für andere Leute in deiner Umgebung. Jeder konnte definitiv schon mal was von dir lernen, mitnehmen oder Vibes von dir mitbekommen, weil du immer auf jeden Fall am Strahlen bist, immer gut drauf bist. Deswegen, Jasmin, du kannst dich auf jeden Fall entmuten. Ich gebe dir auch den Co-Host, falls du Bildschirm teilen willst und würde sagen, die Bühne gehört dir. Leute, lass mal was im Chat hören für Jasmin Bachmann. Let's get it! Was geht ab? Leute, ich hoffe erstmal, euch allen geht's sehr, sehr, sehr gut. Droppt mal eine 2 in den Chat. Keine 1, Leute, bei mir gibt es nur 2, weil 2 ist meine Lieblingszahl, bedeutet mir viel. Deswegen droppt mal eine 2 in den Chat, wenn ihr heute einen geilen Tag hattet, wenn ihr heute geil in die Woche gestartet seid. Ja, Mann, nice. Das sind auf jeden Fall die 2er. Sehr cool. Nee, danke erstmal, Ali, für die lieben Worte auf jeden Fall. Und ich schwör's euch, ich habe richtig, richtig Bock auf diesen Call hier heute. Weil ich mir auf jeden Fall ein paar Punkte überlegt habe, über die ich heute sprechen will. Und erstmal, Leute, wie geil ist bitte dieser Titel von unserem Team-Call heute? Also ich kann das zweite Wort nicht aussprechen, weil Englisch ist so ein bisschen Krise. Aber Take the Risk or Lose the Chance, glaube ich. Irgendwie sowas in dem Dreh. Richtig geiler Titel auf jeden Fall, weil ich bin euch ehrlich, ich kann direkt in das Thema einfach reinstarten, wenn ich diesen Titel höre. Weil ich will euch ganz kurz als allererstes, ich will euch mal kurz von meinem Start bei IAM erzählen. So, und das wird so funny, ich sag's euch. Weil ihr müsst euch vorstellen, wie Ali gerade schon gesagt hat, ich bin mittlerweile 3 Jahre bei IAM, 3 Jahre in diesem Business.
Und ich weiß noch damals, ich bin durch Ali hier auf das Ganze gestoßen, deswegen auch ich for real Ali, ich werde dir bis auf meinen Tod dankbar dafür sein, dass du mir das Ganze hier gezeigt hast, weil ohne dich wären wir alle, glaube ich, nicht hier. Aber es ist so witzig, ich wurde damals von Ali angeschrieben und ich sag's euch, damals, ich war echt eine sehr naive Person, ne? Also nicht nur auf Business bezogen, sondern auch auf andere Dinge, sage ich mal so. Aber ich bin so dankbar, dass ich damals dieses Risiko eingegangen bin, weil es ist so witzig, er hat mir damals über Instagram geschrieben, so wie er halt schreibt, ne? Und dann sind wir, ich glaube, wir haben 10 Minuten oder so telefoniert. Ich sag's euch, Leute, seid dankbar, dass ihr eine Präsentation hattet, dass ihr ein Video hattet, weil ich hatte nichts. So, ich habe nur mit Ali telefoniert, dachte mir so, ey, das ist voll cool. Ich glaube, der macht irgendein cooles Projekt. Damals hat er auch noch gesagt, nicht Business, sondern er so, ja, ich baue mir irgendein cooles Projekt auf. Und ich sag's euch, ich habe nichts gecheckt, aber ich habe Ali vertraut. Ich dachte mir so, Alter, irgendwie ist der nice. Irgendwie, ich glaube, er macht echt was Cooles. Und ja, vielleicht kennt ihr David Wolgemuth. Ich habe damals David Wolgemuth 400 € über PayPal geschickt, bin auf Elite gestartet und ja. Tada, so war mein Start. Und ich finde, das passt voll gut zu dem Thema. Erstens voll witzig, weil ich glaube, so ist niemand von euch gestartet. Und zweitens, irgendwo ist es halt mit Risiko verbunden, beziehungsweise irgendwo musst du naiv dafür sein, sage ich mal, hier zu starten, wirklich den Erfolg in deine eigene Hand zu nehmen. Und ich will heute vor allem auf ein Thema eingehen, und zwar auf Zagreb, was jetzt im September ansteht. Ich glaube, es sind noch genau 45 Tage oder sowas um den Dreh. Und ich sag's euch, Leute, ich bin absolut ready für Zagreb, weil Conventions sind einfach krank. Also ich werde gleich noch mehr dazu erzählen, aber Conventions sind einfach nur krank, weil ich finde, Conventions sind wie Tankstellen. So wie wenn du mit deinem Auto fährst, irgendwann fährt's nicht mehr, du musst es auftanken. So ist es auch bei Conventions, weil auf diesen Conventions Belief und Events brauchst du für Network, sage ich mal vor allem. Beziehungsweise ich finde auch, dass du es für Trading brauchst, weil ich sage euch eine Sache, ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn Leute mir so sagen, vor allem ich hör das so oft von Leuten, die halt nur, sage ich mal, traden, die nicht bilden nebenbei. By the way, ich mache beides, und ich habe es auch von Anfang an schon gemacht, weil ich mir so denke, ohne Network wäre ich niemals hier. Aber was ich krass finde, ich glaube, in den letzten 3 Jahren habe ich so viele Dinge im Marketing gelernt, die mir automatisch im Trading weitergeholfen haben. Das ist so krass. Seit ich besser bin im Beziehungen aufbauen, seit ich besser darin bin, Menschenkenntnis zu haben, besser in meiner emotionalen Intelligenz bin, ich bin automatisch besser im Trading geworden. So heißt, das könnt ihr euch wirklich mal zu Herzen nehmen, weil ich feiere es auch. Ich sehe hier Leute, die machen nur Trading, aber sie sind trotzdem hier auf diesem Teamcall. For real, Respekt an dich. Weil ich kenne so viele Trader, die sagen, ey, ich gehe nicht auf den Teamcall. Geht's ja nur um Network. Ja. Safe. Genau, deswegen das erstmal da dazu. Und deswegen, ich kann euch so krass empfehlen, dass ihr Zagreb vor allem richtig nutzt, weil dass ihr Events wirklich richtig nutzt, seid wirklich dort, wenn ihr dorthin geht, was ich von jedem Einzelnen hoffe, dass ihr wirklich dort im Moment seid. Weil ich finde, gerade was Conventions angeht, ihr kennt das bestimmt so, ich finde so auf Teamcalls, so man hört so oft dieselben Dinge, vor allem ich nach 3 Jahren oder guckt euch einen Ali an, nach 3,5, 4 Jahren. So, man hört so oft dieselben Dinge auf Teamcalls und so weiter, aber irgendwie macht es nie Klick. Kennt ihr das? So, ihr denkt euch so, Alter, safe, das sollte ich eigentlich mal umsetzen, aber irgendwie hat es noch nicht richtig Klick gemacht. So, und das ist der Punkt, weil auf Conventions, auf krassen Events, hörst du vielleicht diese Sache einmal von einer anderen Person und auf einmal macht es Klick und du veränderst es. Und so war es bei mir tatsächlich in vielen Situationen schon. Und deswegen, Conventions sind wirklich dein Grundbaustein. So, versteh mal wirklich, so, weil ich glaube, viele, viele Menschen haben so eine andere Perspektive auf das Ganze, gerade Leute, die neu am Start sind. Sie wissen nicht, ey, was bringt mir eine Convention? So ist irgendwie, kann ich auch auf ein Konzert gehen von Drake oder so. So, weißt du, ich meine, so stellen sich manche Leute das vor. Aber Leute, glaubt mir, es ist so krank, was sich dadurch bei einer Person verändern kann. Ich habe so viele Beispiele auch selber im Team. Zum Beispiel Tamara, ich weiß nicht, ob sie hier drauf ist, aber viele kennen Tamara, Tammy, immer die Hand oben hier auf den Teamcalls. Und sie war, glaube ich, sie war in Rotterdam mit am Start. Aber sie waren nur im Start, weil ich sie gezwungen habe, sage ich euch ehrlich. Also ich glaube, sie war eine Woche bei IAM und ich hatte so einen Connection-Call mit ihr und dann habe ich sie gefragt, ey, bist du in Rotterdam am Start? Und sie meinte so, nee, ich habe kein Geld und da, so das Typische. Und ich sag's euch, ich habe sie so drauf promotet, sie hat, glaube ich, ihr Klavier oder so verkauft, damit sie mitkommen konnte. Darauf werde ich später auch nochmal eingehen und zack, nach der Convention, sie ist P150 gegangen. Wisst ihr? So, sie hat jetzt krasse Leute in ihrem Team. Ohne sie hätte ich eine Amelie zum Beispiel nicht kennengelernt. So.
Und das ist richtig crazy, deswegen macht euch wirklich mal bewusst, und ich meine damit nicht nur Ranks, sondern glaubt mir, ich finde es auch immer krass, Menschen sagen immer so, ja, voll teuer, 250 € für so ein Convention-Ticket. Ja, safe, also ich bin ehrlich, für mich mit 16, 17 war das damals auch viel Geld, allein 400 € bei IAM zu starten, safe. Aber lasst uns mal nicht zu sehr auf das Geld schauen, weil ich meine, in 2, 3 Jahren sind wir sowieso rich, so was jucken dich dann noch 250 €? Du musst viel mehr in dieses Unternehmerdenken kommen, viel mehr in dieses erfolgreiche Denken. Die meisten Menschen hier, die denken immer noch in Mangel, denken immer noch, ey, 200 € für das und das, viel zu viel Geld und da, da, da. Überleg dir doch nicht, was es dir jetzt gerade bringt, sondern überleg dir, was es dir langfristig bringt. Und vor allem verstehe, dass für mich ist eine Convention Pflicht im Business, sage ich euch ehrlich. Weil, wie Ali schon gesagt hat, ich sehe das Ganze hier sehr professionell und auch als Unternehmerin, sage ich mal. Und ich finde, wenn du hier dir ein Business aufbaust, wenn du wirklich damit erfolgreich werden willst und es nicht nur so als Hobby machst, dann ist für dich eine Convention Pflicht. So. Und dann solltest du keine Ausreden haben von wegen, ah, ich bin da im Familienurlaub mit Mama und Papa. So schön, okay, cool, aber ich sag euch ehrlich, ich war, glaube ich, seit, weiß ich nicht. Also letztes Jahr war ich ganz kurz mit meiner Mom weg, das muss ich dazu sagen. Ich habe aber trotzdem Business gemacht und das war nicht in der Convention-Zeit. Aber ich bin euch ehrlich, ich glaube, ich war seit 4, 5 Jahren oder so nicht mehr mit meinen Eltern im Urlaub, so wisst ihr. So, ich sehe die alle 5 Monate oder so mal, einfach weil ich finde, dass du mal den Verzicht reinstecken musst in diese Dinge. So, wenn du willst, dass deine Familie später frei ist, dann nimm doch so, wisst ihr, was ich witzig finde? Die meisten Menschen haben ihre Mama als warum, ihren Papa als warum, aber nehmen genau das als Ausrede, um hier nicht Gas zu geben, um nicht auf eine Convention zu gehen. Und genau das ist der Punkt. Heißt, daran sollst du auf jeden Fall arbeiten, sag ich mal. Genau, weil ich finde, die wahren Unternehmer sind immer am Start. So, das ist genau dasselbe wie mit Autoship. Ich habe es vorhin gesagt in einem Call zum Beispiel. So, wenn du hier am Start bist, wenn du wirklich Bock hast, das Ganze hier zu lernen, wenn du krasse Ziele damit hast, dann kann ein Unternehmer kann ja auch nicht sagen, ey, wenn er eine Shisha-Bar zum Beispiel, ein guter Kollege von ihm hat eine Shisha-Bar, kann ja auch nicht sagen, ey, ich zahle nächsten Monat erst meine Miete. So, Scheiß kannst du fliegst raus aus dem Laden. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen, das ist genau dasselbe, dass wir wirklich mal checken, dass wir im Unternehmertum sind und ihr euer Arbeitnehmer-Mindset wirklich mal ablegt. Also das war auch so ein Ding bei mir am Anfang, weil ich stelle mir immer so die Frage, ich bin euch ehrlich, gerade bei solchen Themen, weil ich bin ganz direkt, for real, es gab einen Moment mal in meinem Leben, wo ich mir auch überlegt habe, hier in diesem Business, ob ich auf diese Convention gehe oder nicht. Weil zu dem Zeitpunkt, was passiert ist, wo ich jetzt nicht so krass drauf gehypt war und mir dachte, boah, es wird richtig nice und es wird mir voll krass helfen. Aber dann habe ich mir genau eine Frage gestellt und vielleicht ist das gerade auch bei dir der Punkt. Aber stell dir mal die Frage, egal was du tust, sei es im Business, sei es außerhalb, in Beziehungen und so weiter und so fort, denkst du immer noch wie ein Beta oder denkst du wie ein Alpha? Stell dir mal diese Frage. Denkst du wie ein Beta? Denkst du immer noch wie dieselbe Person, die du vor diesem Business warst? Oder denkst du wie ein Alpha? Wie eine Person, die wirklich erfolgreich hiermit wird? Weil, Leute, ich sag's euch, diese ganzen Team-Calls und so weiter, das ist alles schön und gut und cool. So, weil man kriegt viel Value mit, man kriegt viele Dinge mit. Aber was ist auf Team-Calls der Punkt? Du hörst die Dinge nur. Du hörst es nur. Wenn du aber auf Conventions gehst, erstens, Leute, ich sag's euch, es ist krank, wie viele Leute da am Start sind. Es ist krass, du kannst einfach die Educator anfassen, du kannst die Chairmans sehen, also das ist crazy. Aber vor allem das Krasse ist, auf Conventions, du fühlst diese Dinge. Du gehst richtig mit Emotionen in das Ganze rein und genau das ist der Punkt, was bei dir die krassesten Klickmomente verursacht. Weil, glaub mir, die meisten Menschen, auch bei mir war es oft so, ich hatte immer Momentum nach Conventions. Immer. Es sind immer mehr Leute gestartet, meine Trades liefen besser und so weiter und so fort. Weil ich finde, nach Conventions, du hast Gefühle, die du noch nie hattest. So, du triffst Entscheidungen, die du noch nie davor getroffen hast. Und das ist krass, weil stell dir mal vor, guck mal, allein wenn du jetzt gerade all in bist, wenn du wirklich alles tust, was du von dir selber verlangst, um hier wirklich erfolgreich zu werden, glaub mir, nach der Convention, es wird trotzdem besser laufen, weil du es mit anderen Gefühl tust. So, weil du auf dieser Convention warst. Und das ist so ein wichtiger Punkt, weil du einfach Gefühle hast. Und ich meine, also weil du einfach Gefühle hast, die du noch nie hattest. Und was ist, wenn du Gefühle hast, die du noch nie hattest? Du wirst automatisch zu anderen Resultaten kommen. Und das ist der Punkt. Deswegen, weil ich finde gerade so im Sommer, merkt man in diesem Business immer, wer es wirklich ernst meint. So, weil vorhin zum Beispiel das Beispiel mit dem Urlaub. So, ich frage Leute, ey, du bist safe in Zagreb am Start, oder? Und sie sagen so, ja, nee, also ich bin da im Urlaub in Kroatien mit Mama und Papa. Okay, cool, ey, dann kommen noch 2, 3 Tage auf die Convention. So, hä? Also ich bin euch ehrlich, ich finde das krass, weil damals, ich werde doch gleich noch ein paar Beispiele machen, ich finde es krass, weil damals,
Ich bin, glaube ich, mit 17 oder so das erste Mal alleine nach Dubai geflogen. Ich war da, weiß nicht, 4, 5 Monate in diesem Business. Und ich sag's euch, ich war mir ein bisschen unsicher. Ich hatte auch ein bisschen Schiss, da alleine hinzufliegen, weil ich auch nicht wusste, was da abgeht. Meine Mom so, ey, Jasmin, du musst richtig aufpassen dort. So wisst ihr, das kam auch nur dazu. Aber ich habe immer die Dinge gemacht, die ein Ahn mir gesagt hat. Und ich glaube, das ist auch so wichtig zu verstehen, dass du auf die Leute hörst, die schon an dem Punkt sind, wo du langfristig hin willst. Weil wenn dein Ali mir sagt, ey Jasmin, mach das und das, um damit dein Business vorankommt, damit du vorankommst, ich mach's automatisch. Wenn dein Ali mir sagt, ey Jasmin, du musst nach Zagreb gehen und vor allem du musst auf der Bühne stehen, ich werde alles dafür tun, damit so ist. Wisst ihr? So, und das ist genau der Punkt, weil Leute, gerade die Leute, die euch hier reingebracht haben, Leute, die euch hier ausbilden und so weiter, die sagen euch das Ganze nicht, um euch zu verletzen, um euch blöd anzumachen oder sowas, sondern die sagen es euch nur, damit, weil ihr es hören müsst, damit ihr wirklich vorankommt. Wisst ihr? So, und das ist genau dasselbe Ding wie bei Tamara. Ich habe damals zu Tamara gesagt, ey, wenn du nicht mitkommst, ich ziehe dich an den Ort nach Zagreb. Und ich sage das immer noch zu meinen Leuten, wenn ihr nicht mitkommt, for real, ich fahre in eure Städte, ich ziehe euch an den Ort und schleppe euch nach Zagreb. So, weil ich genau weiß, dass es euer Leben verändern wird und deswegen das ist unnormal wichtig auf jeden Fall. Vor allem im Sommer, dass man da halt merkt, was wirklich abgeht. Und ich kann euch eine Sache empfehlen. Wenn du gerade Struggles hast, was das Thema Geld angeht, was Zagreb betrifft, dann for real, es gibt einen Satz, den habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, aber schau dich wirklich mal in deinem Zimmer um und frag dich mal, was bringt dich langfristig nicht an deine Träume und Ziele? Und dann such dir diese Sachen aus. Es wird wahrscheinlich einige geben, weil ein Fernseher, PS4 und weiß nicht, irgendein Klavier oder so wird dich jetzt nicht an deine Träume und Ziele bringen. Wisst ihr, wie ich meine? Heißt, ihr könnt diese Dinge verkaufen, könnt das Geld nehmen für die Convention. Und das ist key, Leute, ich sag's euch. Weil ich finde, dafür gibt es keine Ausreden, dass man dort nicht am Start sein kann. Ja, Mann, weil ich bin ehrlich, ich glaube, wäre ich die letzten 3 Jahre nicht auf einer einzigen Convention gewesen oder wäre ich nicht auf einem gewesen, ich wäre safe nicht mehr in diesem Business hier. Und viele von euch wären auch nicht hier. Wisst ihr? So, und das sage ich nicht, um zu sagen, ey, keine Ahnung was, so, sondern einfach, weil es true ist. Ich habe so viele Dinge auf diesen Conventions gelernt. Und ja, man verkauft Sachen for real. André schreibt schon rein in den Chat, deswegen verkauft Sachen, um euch das wirklich zu ermöglichen, weil glaubt mir eine Sache, wenn ihr wüsstet, was da abgeht, wenn ihr wüsstet, was ich fühle, wenn ich an eine Convention denke, ihr würdet keine Sekunde zögern und würdet direkt sagen, ey, safe, ich bin am Start. Direkt. Direkt. Weil das ist echt krass, was auch so die letzten 3 Jahre passiert ist, sage ich mal. Ich war auch Anfang des Jahres in Miami, nicht um dort meinen Spaß zu haben, so war cool, aber weil Alex Morton dort eine Convention hatte, weil er dort sein Break the Code Event hatte. Und glaubt mir, das war so krass, Mann. Ich habe dort Ed Mylett und so Leute gesehen, so wirklich richtig erfolgreiche Leute. Glaubt mir, es geht gar nicht unbedingt darum, dass dir eine Person sagt, ey, du musst da am Start sein, und es geht darum, dass du das Ganze mitnimmst für dich, dass du naiv genug bist, dorthin zu gehen und vor allem um deine Erfahrungen zu sammeln. Weil ich sage euch ehrlich, Leute, das Business ist geil, Mann, for real. Aber Erfahrungen sind das Wichtigste, was du in deinem Leben sammeln kannst. Wisst ihr, was so witzig ist? Ich wollte nie studieren in meinem Leben, aber ich wollte damals immer studieren für Mama und Papa, weil die mal gesagt haben, ey, Jasmin, mach dick Karriere und so weiter. Und das war eigentlich auch mein Plan vor diesem Business. Und ich dachte mir immer so, ey, mit Ende 20, so Anfang 30 werde ich safe mal nach Amerika fliegen, so mal nach Dubai und so weiter, wisst ihr? Und durch dieses Business habe ich es mir schon 10 Jahre früher ermöglichen können. So. Und glaubt mir, allein das wäre nicht passiert, wenn ich nicht auf Conventions gewesen wäre. Deswegen nehmt euch das wirklich zu Herzen. Und vor allem, ich sage euch ganz ehrlich, das ist auch mein allerletzter Punkt. Dann kommen wir direkt zum nächsten Speaker, auf den ich mich extrem freue. Schau mal, das Ding ist, in diesem Business generell, wir haben so ein Blessing mit IAM. Du hast so ein Blessing mit der Person, die dich hier eingeleitet hat. Deine Upline zum Beispiel, ich mag das Wort nicht, aber deine Upline, dein Leader zum Beispiel. So, du hast so ein Blessing mit IAM. Leute, ich sag's euch, es gibt Leute da draußen, die zahlen, was weiß ich, 4, 5-stellige Summen für solche Kurse, was wir hier zum Beispiel haben, für diesen Mehrwert oder für Conventions allein. So, ich sag's euch, ein Ed Mylett, weiß ich nicht wie viele, oder ein Alex Morton für ein Einzelcoaching, der will 10, 15.000 Euro dafür. Wisst ihr? So, das ist crazy, Mann. Deswegen macht euch das mal bewusst, was wir hier für ein Blessing eigentlich haben, und erhöhe mal wirklich deine Wahrnehmung und deine Wertschätzung. Erhöhe das wirklich mal. Erhöhe mal deine Wahrnehmung und verstehe wirklich mal, um was es hier geht. Und dann wirst du zu 100% auf dieser Convention dabei sein. Falls du irgendwie Hilfe dabei brauchst, was auch immer, kannst du mir auch gerne Bescheid geben. Aber sonst würde ich sagen, Leute, danke erstmal für eure Aufmerksamkeit. Aber ich würde sagen, wir kommen direkt zu dem nächsten Speaker, auf den ich mich extrem, extrem freue. Weil, ich sag's euch,
Ich kenne den Typen echt schon lange. Ich weiß gar nicht genau, wie lange er schon am Start ist. Aber ich finde es so witzig, weil Zacker und ich, wir spiegeln uns irgendwie so richtig gut. Das habe ich jetzt erst am Wochenende gemerkt, wo wir so ein bisschen was für House of Pips geplant haben. Wir spiegeln uns voll gut. So, er sagt irgendwas und ich füge einfach irgendwie was hinzu und so weiter. Heißt, wir gleichen uns voll gut aus, mir voll aufgefallen. Und ja, Mann, ich kenne ihn auch schon länger. Ich glaube, das erste Mal, wo ich ihn kennengelernt habe, dachte ich mir so, Alter, was geht bei dem ab? Weil er ist voll die Tratschtüte, so, ich sag euch ehrlich. Aber Zack hat sich krank entwickelt. For real, er hat sich sehr, sehr, sehr krank entwickelt. So, wir haben auch echt so eine selbe Story, gerade was Team und so weiter angeht. Ich denke mal, du weißt, was ich meine, Zacker. Aber es ist krass, wie du dich entwickelt hast, so wie du auch, sag ich mal, mittlerweile diese Professionalität mit reinbringst. So, man kann mit dir Spaß haben, for real, man kann mit dir so krank lachen und die krassesten Witze machen, aber man kann auch richtig geil mit dir Business aufbauen und das ist wirklich das, was ich an dir schätze. Ja, Mann, deswegen Zacker, geil, for real, du hast ja echt lange nicht mehr gesprochen, deswegen richtig nice, dass du hier heute speaken darfst. Ich bin absolut ready für deinen Part und Leute, ich sag's euch, wenn ihr euch jetzt noch keine Notizen gemacht habt, dann macht es spätestens jetzt, weil Zacker ist krass. Zacker ist wirklich krass und vor allem er war auch schon auf sehr vielen Conventions. Deswegen würde ich sagen, ja, Mann, ich glaube, Ali, du gibst Zacker auf jeden Fall das Wort und dann let's go. Ich danke dir, Jasmin, von tiefstem Herzen. Ey, wer konnte heute von Jasmin so viel lernen? Ich schwöre, ich habe die ganze Zeit geschrieben und ich dachte mir so, wow, ey, Jasmin, wir haben einfach eigentlich genau das Gleiche erlebt, fast. Du warst halt vor mir hier. Aber seitdem ich dich kennengelernt habe in Barcelona, ich habe dich auch nur da gesehen. Also jedes Mal auf Events, auf Conventions, auf überall eigentlich, weißt du? Und wo ich jetzt so nachdenke, ich denke mir so, krass. Und dafür. Da sind wir jetzt hingekommen, wo wir eigentlich heute sind. Nur weil wir einfach auf diese Conventions waren. Weil, wenn ihr seht, was Jasmin alles durchmachen müsste, damit ihr an diesen Punkt gekommen ist, wenn ihr gesehen habt, was diese Leute einfach machen, dann wärt ihr eigentlich sehr, sehr dankbar, dass ihr einfach mit diesen Leuten arbeiten dürft. Deswegen danke dir, Jasmin, für diese geile Punkte. Und ich habe heute sehr lange überlegt, über was ich eigentlich überhaupt spreche, weil. Ich spreche nicht einfach nur irgendwas, sondern ich will euch voranbringen. Ich will Menschen einfach an ihren Ziele kommen, weil warum sind wir hier bei IAM? Damit wir einfach an unsere Ziele kommen. Und ich denke, jeder ist bei IAM nur, weil man IAM einfach für sich nutzen möchte. Schreib mal bitte ein 7, wenn du IAM für dich ausnutzen möchtest. Ein 7. Oh, so wenige Leute? Ah, okay, jawohl. Jawohl. Okay. Die meisten wollen IAM für sich nutzen, richtig? Aber dann frage ich mich immer, warum nimmt ihr dann IAM nicht als Priorität? Wisst ihr? So, ich rede mit sehr vielen Leuten jeden Tag, mit Teampartnern, mit Crosslines, also mit Leuten außer IAM. Und ja, ich will mit Trading Geld verdienen, ich will finanziell Freiheit, ich will meine Eltern was zurückgeben, ich will nicht mehr arbeiten gehen mein Leben lang, ich will in Dubai wohnen. Okay, ja, geil, das sind Ziele, ja, Mann, ich feiere die. Und was machst du dafür? Ja, Bruder, ich habe Job, ich muss 8 Stunden arbeiten. Ja, Bruder, geht nicht. Und ich denke mir so, okay, Bro, alles schön und gut. Ich meine, am Ende des Tages, jeder von uns hat schon mal irgendwo angefangen. Jeder von uns hatte schon mal einen Job gehabt. Jeder von uns hatte schon mal eine Ausbildung angefangen. Jeder von uns hat schon mal, keine Ahnung, um seine Familie kümmern müsste. Okay? Jede von uns, jede erfolgreiche Person hatte schon mal diese Position gehabt, wo du gerade aktuell bist. Aber er hat das einfach als Priorität hier genommen und deswegen ist er an diesem Punkt gekommen, wo er ist. Glaubt mir, Leute, und ich kann sogar mein Leben schwören, wenn ihr IM als Priorität nehmt, als Nummer eins nehmt, okay, vielleicht Nummer zwei wegen Familie, Gesundheit, aber so in die ersten zwei, drei Levels bei euch als Prioritätenliste steht. Glaub mir, ihr werdet so viel Geld damit verdienen können. Ich habe es selber mit eigenen Augen gesehen. Wenn Menschen sich einfach so entscheiden, in einem Tag auf den anderen, dass, okay, jetzt I am, ich mache jetzt I am, ich fokussiere mich. Und ey, es geht nicht eben darum, ob wir networken oder traden. Nein, es geht um alles. Sehr viele Leute beschweren sich immer, oh, es geht hier nur um Network. Genauso wie Jasmin gesagt hat. Aber wisst ihr was? Wäret ihr so schlau? Also, ich will euch nicht euch beleidigen oder so, ne? Aber wenn ihr ein bisschen nachdenken könnt, nur ein bisschen, okay? Und diese Wörter, was man über Network sagt, dass ihr einfach über Trading einfach so einsetzen könnt, ihr werdet das einfach checken, okay, ich kann das eigentlich für mich umsetzen, ich kann das eigentlich für mich machen, aber die meisten sagen, hören einfach nur das Wort
Prospecten, Networken, keine Ahnung, Calls. Oh, na, ich möchte damit nichts zu tun haben. Ich möchte damit nichts zu tun haben. Wisst ihr? Und ich habe das damals auch genau das Gleiche gesagt zu Ali. Wir haben gesagt, Bro, ich will eigentlich nur traden. Ali meinte, ja, mach, Bro. Mach, wenn es dir gefällt. Aber ich habe gemerkt, ich komme alleine nicht voran. Natürlich, ich kann einfach für mich nur Go Live nutzen. Natürlich kann ich nur die, keine Ahnung, eigentlich Go Live, ein bisschen YouTube hier schauen. Kann ich machen. Ja, ich komme voran. Aber wie lange? Wie lange brauche ich dafür? Aber wenn ich das Gleiche lerne, also ich lerne eine Sache und ich bringe das dann meinen Teampartnern bei. Ich rufe, ah, Alush, yo, Bro, da weißt du, was ich heute gelernt habe, das und das und das und das und das. Yo, Leon, ich habe das und das und das heute gelernt. Was passiert dadurch? Erstens, ich lerne was. Zweitens, ich wiederhole das, was ich gelernt habe. Drittens, ich habe jemandem was Gutes getan. Okay, und deswegen, ich sage immer, setzt einfach das um, was man euch sagt, egal ob es um Network geht, egal ob es um Trading geht, weil diese Kombination ist so krass. Ihr wisst gar nicht, wie, wenn ihr ein bisschen so nur euch mit dieser Materie ein bisschen beschäftigt würdet, dann würdet ihr einfach verstehen, diese Kombination. Ich weiß nicht, was Chris Terry sich dabei gedacht hat, ne? Und wie er da drauf kam, aber dieser Mann ist legendär. Er ist visionär. Er weiß, was hier abgeht mit Trading, mit Network, mit Kryptos. Ihr wisst gar nicht, was der IM eigentlich für Möglichkeiten hat, ne? Der eine oder andere beschäftigt sich nur mit Forex, das weiß ich. Der eine oder andere beschäftigt sich nur mit TBX, das weiß ich. Aber hey, stell dir vor, du nutzt einfach alles aus, was hier bei IM geht. Wir wissen alle, welche Bereiche wir alle hier haben, oder? Wir haben Forex, wir haben Kryptos, wir haben TBX, wir haben Aktien, wir haben E-Commerce, wir haben TLX, was auch immer, MMX, Social Media, diese ganzen Sachen. Und wenn ihr das alles für euch nutzt, ihr braucht keine andere Einnahmequelle. Ich habe heute jemand gesagt, der so, ja, was nutzt du eigentlich? So, Bro, ich versuche alles zu nutzen, was ich nutzen kann, weil wenn ihr alles nutzt, ihr habt 8 Einnahmequellen. 8. Was hat ein durchschnittlicher Millionär? Wie viele Einnahmequellen hat er? Schreibt mir in den Chat. 7. 7, genau. Und wir haben hier schon 8. Okay, der eine ist ja Dings, Geld sparen, aber ich zähle auch dazu. Und deswegen, ich sage euch einfach A und O, Priorität ist der Schlüssel einfach für IM. Ich guck mal, wenn ihr das einfach so, guck mal, ich gebe euch ein Beispiel. Ich bin ein Mensch, so, ich liebe Beispiele, okay? Ich habe das heute von Belea gelernt. Ich habe gehört, sie ist in Dortmund. Ich bin dahin gefahren. Ich dachte mir so, okay, was kann ich heute mitnehmen, damit ich einfach euch das mitgeben kann. Und sie hat eine Sache gesagt, wo ich mir dachte, okay, das kann ich einfach für mich nutzen. Okay, ein Beispiel jetzt. Ihr habt euren Job, ihr habt eure Fitness und was auch immer, was ihr als Leidenschaft macht. Okay, ich nehme was. Ich für mich jetzt, für mich Priorität ist Network und Trading. Okay. Network und Trading, machen wir so, Trading und Network. Und ihr müsst euch vorstellen, ich hatte Tage, wo ich bei Network sehr, sehr krass war. Ich hatte meine Calls, ich hatte Sign-ins, ich hatte alles, was ich so Networker brauche. Okay, die Leute haben geantwortet in meinen Chats, so alles rum und dran. Dann aber im Trading war ich schlecht. Was habe ich gesagt? Ich fokussiere mich auf Network. Dann gab es Tage, wo ich im Trading so gut war und im Network nicht. Was habe ich gesagt? Oh, ich mache jetzt nur Trading. Okay, ich bin so ein 70-30-Mensch. Aber guck mal, wie kannst du erwarten, dass du in einer Sache so gut bist, wenn du einfach wenige Zeit da drin verbringst? Okay? Versteht ihr, was ich meine? So, ich meine, wenn ich jetzt Priorität nehme, dass, keine Ahnung, Network, dass ich vorankomme, dass ich Calls habe, dass ich Leute schreibe und alles drum dran. Wie kann ich erwarten, dass ich gut im Trading bin, wenn ich nicht sehr viel Zeit da drinnen verbringe? Geht ja nicht. Ne? Ich komme voran, ja, aber nicht so schnell wie jemand, der sich einfach auf Trading fokussiert. Wisst ihr? So, und manche Leute sehen hier die Resultate, ja, der hat so viel gemacht, ja, er hat so viel gemacht. Okay, ja, natürlich macht er so viel. Warum auch? Er nimmt das hier als Priorität. Das ist sein Ziel. Er nimmt sich die Zeit. Er verbringt die Zeit. Okay, und deswegen, das will ich euch auf jeden Fall so mitgeben, dass ihr einfach IM als Priorität nehmt und guckt mal.
Wir alle hier sind dafür da, dass wir einfach Zeit sparen. Wir wollen alle hier Zeit sparen, richtig? So, ich sage immer so, man kann erfolgreich werden, 100%, aber die Frage ist, wann? Okay, die Frage ist, wann? In 10 Jahren, in 15 Jahren, in 20 Jahren, in 30 oder in 5, in 3. Okay? Und ich weiß genau, jede Zeit ist das Wertvollste, was eine Person hat. Und jetzt guckt man. Wollt ihr eure Zeit sparen? Ja oder nein? Wollt ihr Zeit sparen in IM? Wollt ihr. Es gibt keine Abkürzung, aber es gibt, wo ihr einfach eure Zeit sparen könnt. Wollt ihr es wissen? Ich sage es euch. Das habe ich gemerkt bei mir, weil Ali hat mir das beigebracht. Conventions. Und ich schwöre es euch, Conventions sind A und O. Das hat gerade Jasmin gesagt. Man hat eine andere Denkweise, die Emotionen sind dabei. Genau das Gleiche, was im Call sind, aber halt nur im Call. Du bist hier auf deinem Bildschirm. Da bist du. Wo? Mit Menschen. Die Emotionen sind da verbunden. Alle. Okay? Und glaub mir, ich habe das damals nicht geglaubt. Ich habe sogar manche Leute sogar ausgelacht, als sie das gesagt haben. Ja, du sparst dir mit mit Conventions 6 Monate Zeit. So, Bro, hör doch auf. Ich so, okay, komm und probier es aus. Meine erste Convention war in Barcelona. Ich habe es gemerkt. Direkt danach, 3 Monate, ich war am Start. 3 Monate war ich am Start. Ich hatte kein einziges Resultat. Ich war da, boom, mein P150. Boom, danach mein P6. Boom, alles andere, was danach passiert ist. Okay, meine ersten Teampartner, die auch Resultate haben. Ich gebe euch ein anderes Beispiel. Okay, ich habe es selber mit eigenen Augen gesehen. Okay, ein Justin, ein Ziad, ein Kimi. Diese ganzen Leute, die. Was haben die gemacht nach dem einen Convention? Justin war in Rotterdam, boom. 1 Monat später, 10K. Okay? Ziad war in Zürich, boom. 1 Monat danach, 10K. Wisst ihr, was ich meine? Warum? Deine Denkweise wird sich verändern und wenn deine Denkweise sich verändert, boom. Das passiert. Und deswegen, ich sage es euch einfach, ich sage es euch, wenn ihr Zeit sparen wollt, wenn ihr was. An IM vorankommen möchte, sei auf diese Conventions, okay? Wir sind ein Team, wir sind jetzt gerade nur 39 Leute, sehr, sehr stark von jeder einzelnen Person, der hier ist, aber wenn ihr zu dem Team gehören möchtet und wenn ihr einfach ein Teil von IM sein möchtet, dann sei anwesend. Anwesenheit, okay? Wie gesagt, ey, ich will nicht mich nicht wiederholen, weil denk mir so die ganze Zeit, Bro, wie kann man das hier nicht als Priorität nehmen. Wie kann man IM nicht als Priorität nehmen? Das geht nicht, das funktioniert nicht. Das macht für mich persönlich gar keinen Sinn. Okay, ich hatte so viele Sachen, ich habe mir sogar andere, ich bin euch offen ehrlich, ich habe mir sogar anderen Möglichkeiten gesucht. Tut mir leid, ich habe nichts Besseres gefunden als IM. Das, was wir hier anbieten, für den Preis, das ist schon peinlich, dass wir für diesen Preis so viel anbieten. Ist ehrlich peinlich. Also, wörtlich ist es peinlich. Es gibt Leute, die für einen Trading-Kurs, wo sie 200 Videos, nur 200 Videos, nicht live, 200 Videos, Material von 1980, dir schicken und für 5.000 Euro musst du dafür zahlen. 5.000 Euro. Was soll das? So, wisst ihr, was ich meine? Und Menschen waren bereit, das zu zahlen. Und wir kriegen das für einen dreistelligen Betrag. Dreistelliger Betrag, wo du ein Business aufbauen kannst, wo du dich mit Menschen connecten kannst, von überall aus Deutschland, sogar von überall aus der Welt. Wo du einfach von Menschen lernst, die eigentlich für eine Stunde 25.000 Euro nehmen und du darfst von ihnen kostenlos lernen und von ihm beraten zu werden. Gibt es nirgendwo. Und dann noch, ich will euch auch eine Sache sagen, wenn ihr das einfach, wie gesagt, eure Zeit sparen wollt, das Ganze als Priorität nimmt, ich verspreche es euch, komm einfach zu mir und schlag mir ins Gesicht, wenn ich lüge, aber glaubt mir, ihr werdet einfach die Resultate bekommen, die ihr haben wollt, okay? Deswegen, ich sage euch, sucht alle Möglichkeiten, die ihr könnt, alles, alles, was geht, alles, dass ihr einfach bei Zagreb dabei seid, weil wenn ich euch nicht da sehe, okay, im September, ich weiß es, ich weiß es einfach, bis Ende des Jahres wirst du es hier nicht schaffen. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich habe es einfach die letzten 1,5 Jahre gesehen. Jasmin kann es euch sagen. Ali kann es euch sagen. Ich weiß es. Und deswegen seid auf jeden Fall dabei. Ich freue mich, jede einzelne Person hier da in Zagreb zu sehen.
Es wird sehr, sehr geil. Das wird sehr, sehr emotional. Ey, ich bin gerade jetzt schon aufgeregt, weil es ist noch ein Monat. Es ist nur noch ein Monat. Ey, und ich freue mich darauf. Deswegen, ich danke euch, dass ihr einfach alle zugehört habt. Und ey, ich bin euch offen und ehrlich. Der nächste Person, der hier speaken wird, hat mein ganzes Leben verändert. Und dafür bin ich extrem dankbar. Weil durch nur eine Nachricht, mein Leben ist einfach 360 Grad so umgedreht. Damals, ich dachte mir so, okay, ich will erfolgreich werden, ich verdiene 10.000 Euro und für mich 10.000 Euro waren erst nach 20 Jahren möglich. Ali hat mir einfach diese Möglichkeit gegeben und ich weiß, dass dieses Geld einfach Kleingeld ist. Er hat mir einfach eine andere Perspektive von Leben gegeben. Er hat mir einfach eine komplette Denkweise mir gegeben. Er hat einfach dieses Potenzial aus mir rausgeholt. Ich wusste gar nicht, dass ich eigentlich reden kann. Und auf einmal kommt Ali von Seite und zeigt mir einfach diese Möglichkeit, wie geil das ist, so mit diesen Menschen sich zu connecten. Ey, dafür bin ich so extrem dankbar. Und ich weiß, dass Ali der Person ist, der am meisten hier alles durchzieht, am meisten macht. Ich weiß es, weil ich sehe ihn im Hintergrund, was er für uns, für diese ganze, für House of Pips, ich weiß, was er für uns tut. Wisst ihr, ich sehe das mit eigenen Augen. Ich treffe mich immer mit dem und ich bewundere diese Junge, wie viel Kraft er und wie viel Liebe er in diesen Dings reinsteckt. Eigentlich kann er eigentlich zu Hause sitzen, traden und fertig ist. Und ihr werdet alle nicht hier sein. Aber er hat gesagt, nein, ich möchte Leben verändern. Ich will, dass Leute einfach in Rampenlicht kommen. Und deswegen, ich bin extrem dankbar, Ali, Bro, dass du einfach überhaupt existierst und dass du uns einfach diese Chance gegeben hast. Und ich weiß genau, wenn ich dich weiterfolge und wenn ich einfach das tue, was du tust, Bro, ich weiß genau, dass ich an meine Ziele rankomme. Und deswegen, ich bin extrem dankbar, Bro, für alles. Und Bro, ich lasse dir einfach hier den Rest, Bruder. Danke dir vom Herzen, Zacker, für diese lieben Worte. Also es freut sich, es ist immer schön, Leute, wenn euch Leute so etwas sagen, wisst ihr. Wo ich Zacker vor 1,5 Jahren angeschrieben habe, hat er die erste Nachricht, die er mir zurückgeschrieben hat, wir kannten uns nicht. Also was möchtest du von mir, wisst ihr so? Als ich Jasmin vor 3 Jahren geschrieben habe, so, da kam auch nicht sowas wieder. Also es ist verrückt, was du echt mit einer Nachricht bewirken kannst bei Menschen, wie die dir hinterher so dankbar sein können. Es ist schon krass und das gebe ich immer gerne Leuten mit. Ich sage immer, hey, schau immer langfristig, was halt möglich ist. Und ihr beiden habt das richtig, richtig stark gemacht. Deswegen mein Stolz geht auf jeden Fall an euch zurück. Also sehr, sehr proud of euch, wie ihr wirklich hier gesprochen habt und was ihr wirklich mitgegeben habt. Und ich finde es so wichtig, dass man nochmal auf dieses Thema Convention eingeht. Für die, die jetzt noch nicht wissen, was meinten Zacker und Jasmin die ganze Zeit da. Wir werden von 8. bis 10. September haben wir eine Convention in Zagreb. IM macht zweimal im Jahr eine riesige Europa-Convention. Das macht niemand da draußen mit über 10.000 Leuten in einem verdammten Stadion. Das macht niemand da draußen. Das Ganze fühlt sich nicht nur an wie irgendein Konzert, Leute, sondern es ist wirklich wie ein Riesenkonzert. Nur, dass du nicht irgendeinen The Weeknd feierst, wo der eh nicht deinen Namen kennt oder sonst was und du hunderte Euros ausgibst und Leute links von dir und rechts von dir gefühlt umkippen. Nein, sondern da bist du wirklich mit Leuten, die positive Vibes haben, Leute, die Bock haben, auch ihr Leben zu verändern, Leute, die verstanden haben, dass sie für mehr gemacht sind, als jeden Tag nur dasselbe zu machen, wisst ihr? Und das finde ich einfach so krass auf diesen Conventions, dass ich da gesehen habe, hey, es sind dort Leute, es sind dort Menschen, die genauso denken wie du. Und ich dachte immer früher, ich weiß nicht, kennt ihr das? Ich dachte immer früher, ich bin der Einzige, der so ein bisschen außergewöhnlich denkt in meinem Umkreis, in meiner Schule, in meiner Klasse. Ich dachte, ich wäre der Einzige. Auf einmal, ich war bei meiner ersten Convention in London. Ich sehe, die Leute denken so wie ich. Hier sind Leute, die sind genauso wie ich drauf. Die sind genauso positiv drauf. Die haben genauso Bock, etwas zu verändern. Und das hat mir so Mut gegeben. Das hat mir den Glauben gegeben. Und ich glaube, es geht so viel darüber um Glaube. Es gibt alleine Seminare und riesige Events, wo es nur ein Tag lang wird nur über Glaube gesprochen. Ich meine nicht religiöser Glaube, sondern ich meine allgemein Glaube an sich selber. Alleine dafür gibt es Seminare nur über das Thema Belief und Glaube. Und das ist verrückt. Und eine Convention birgt alles mit sich, birgt wirklich alles mit sich. Und deswegen werden wir auf jeden Fall nach Zagreb reisen. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Wenn du ein Ticket hast, glaub mir, du bist auf einer sehr, sehr guten Seite. Wenn du noch keins hast, glaub mir, komm auf mich zu, komm auf sonst wen zu und lass uns so schnell wie möglich ein Ticket holen und das Ganze planen. Aber ich möchte ganz kurz, bevor ich nochmal darauf eingehe, möchte ganz kurz so auf die Veränderung eingehen, die es halt bewirken kann, weil
Ich finde es so krass, wie alle Menschen wollen Veränderungen. Es fängt an, wenn ihr euch das da draußen anguckt. Jeder möchte mehr Geld haben bei seiner Arbeit. Jeder möchte weniger arbeiten. Jeder möchte mehr Freiheiten haben, mehr Reisen. Definitiv. Da, ich denke, da sprechen wir alle dieselbe Sprache, wenn ich das sage. Das Krasse ist, jeder meldet seine Hand für Veränderungen, aber wenn jemand sich fragt oder wenn jemand zurückfragt, hey, bist du bereit, dich zu verändern? Die Hand geht runter, wisst ihr? Und ich sage das so oft, weil ich das immer wieder noch sehe. Leute sagen zu mir, ah, ich will mich verändern, ich möchte das Business starten. Auf einmal kommt eine Veränderung in dein Leben. Der liebe Gott oder woran auch immer, das Universum, woran auch immer du glaubst, gibt dir etwas, damit du dich veränderst und entwickelst. Und du gibst dann auch. Als Beispiel, ich starte dieses Business hier. Ich möchte Pandit Trader werden. Ich starte das Ganze. Ich fange diese Challenge an. Ein Tag später, weiß ich nicht, mein Fuß ist gebrochen oder irgendwas passiert. Und du siehst das als Hindernis, dann weiterzumachen. Und das verstehe ich nicht. Du möchtest doch etwas verändern, du möchtest doch etwas angehen, kriegst jetzt etwas vom Leben und meistens gibt uns das Leben Herausforderungen, aber für uns sind es dann immer wieder, ah nee, meine Eltern vermieten mir dieses Business, ah, ich kann dieses Business nicht machen, weil mein Mann will das nicht machen, meine Frau will nicht, dass ich das mache oder sonst wer, meine Katze hat jetzt Geburtstag oder sonstige Dinge und da kannst du nicht solche Dinge zu sagen. Dann brauchst du dich auch nicht wundern, wenn keine Veränderungen passieren, weil wenn wir Veränderungen möchten, wenn wir Erfolg möchten im Leben, dann bekommen wir Dinge, die uns entwickeln, damit wir dorthin kommen. Niemand hat gesagt, dass es einfach wird. Vor allem der Anfang ist nicht einfach. Und ich weiß, wir haben viele neue Gesichter hier. Glaub mir eine Sache, mein Anfang war total schaden. Der war schwierig, ich habe nicht viel verstanden. Wir hatten damals noch nicht mal deutsche Videos. Überlegt euch das mal, wir hatten nicht mal deutsche Videos. Wer kann hier nicht gut Englisch? Ich konnte gar kein Englisch damals. Heute habe ich Geburtstag. Heute habe ich fließendes Englisch. Und ihr müsst euch vorstellen, früher hatten wir keine Videos auf Deutsch. Und das war sehr schwierig dann für mich, Trading zu lernen, damit reinzukommen. Aber man hat es trotzdem gemeistert. Und ich habe das langfristig gesehen. Ich habe verstanden, hey, langfristig werden sich diese Dinge zu 100% verändern. Weil es ist auch nicht schlimm, wenn irgendwas mal nicht läuft oder du vielleicht Angst hast oder sonstige Dinge. Aber du darfst niemals eine Sache haben. Zweifel. Zweifel. Weil Zweifel blockt deine Blessings im Leben. Wenn du Zweifel hast, Leute, ich hatte am Anfang auch Angst bei vielen Dingen, aus meiner Komfortzone zu kommen, vor Leuten zu sprechen, Dinge mal zu machen, die ich noch nie gemacht habe, oder mal jemandem Nein zu sagen, den ich liebe, und ihnen sagen zu können, ey, ich kann heute nicht, wir haben heute ein Teamtreffen, wir haben heute diese Sachen, wir haben heute ein Event. Das war richtig schwer. Aber ich wusste, ey, ich habe keinen Zweifel, dass es mir danach mehr bringt, als wenn ich jetzt mal kurz verzichte, wisst ihr? Weil ich sage immer, lieber verzichte ich ein, zwei, drei Jahre auf Dinge, die ich liebe, bevor 40, 50 Jahre lang ich auf Dinge verzichten muss, die ich liebe. Wisst ihr? Und das war immer meine Einstellung, mein Denken. Und das ist cool, weil jetzt mittlerweile, Leute, ich bin euch ehrlich, ich bin dankbar, dass ich aufstehen kann, wann ich will, dass ich meine Schwester um 13 Uhr von der Schule abholen kann, dass ich meinen Vater seine Arbeit erledigen kann unter der Woche, wenn er arbeitet, dass ich diese Dinge machen kann. Die konnte ich davor nicht, weil ich gearbeitet habe, weil ich diese Dinge gemacht habe. Und ich finde, das ist so wertvoll, das Ganze zu tun, weil hinterher wird es dir viel, viel mehr Belohnung geben. Und wo hat alles angefangen bei mir? Indem ich verstanden habe, dass diese Veränderungen normal sind und die Herausforderungen ganz typisch sind in dem Leben. Und jeder von euch wird krasse Herausforderungen bekommen. Krasse Herausforderungen, weil wenn du viel im Leben möchtest, wirst du auch viel bekommen. Meistens sind das nicht, weiß ich nicht, ganz einfache Dinge, sondern es sind oft halt schwierige Dinge, die du einfach meistern musst. Aber wenn du diese Dinge meisterst, wirst du eine bessere Persönlichkeit. Wenn du diese Dinge meisterst, wirst du eine Person, die gewisse Herausforderungen gemeistert hat und dann hinterher davon erzählen kann und andere inspirieren kann, hey, das und das habe ich durchgestanden, das und das habe ich gemacht, um heute hier zu stehen. Und daran sollten wir anknüpfen. Und ich möchte ganz kurz mit euch noch ein Video teilen. Weil ich weiß, dass viele irgendwo diese Gedanken haben und ich hatte sie früher auch über Negativität. Und ich möchte euch ein Video zeigen. Ich habe das in die Gruppe gepostet. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat, aber ich zeige es euch jetzt nochmal. Wir schauen uns ganz kurz dieses Reel an. Das gibt es auf Instagram. 40 Sekunden. Drama. Resist me as hard as you can. Think of a moment in your life when you felt great love. The greatest love you ever felt in your life. Just think of that moment. I don't want to know anything about it. Just think about who it was, okay? Can you think of a moment like that? Great love. Michael is just loved, okay? And look, look, I can't budge you, right? I'm pushing really hard. Now think of a moment when you felt shame. You just did something and you're just ashamed of it, whatever it was, okay? Can you think of something like that? Okay, resist me as hard as you can. You're thinking shame, and just watch what happens to your heart. Well, no matter how hard you try, you have no strength, do you? You have no strength. Every thought you have of shame,
Every thought you have of anger, every thought you have of revenge is a thought that weakens you. Bam. Alles, was du negativ hast, alle Gedanken, die du negativ entwickelst, alle Zweifel, die du hast in deinem Leben, macht dich schwach, wird dich runterdrücken, wird nicht dafür sorgen, dass du erbaut wirst dadurch. Und deswegen habe ich verstanden, hey, ich muss mich aufbauen. Das ist in der Gruppe, der Link ist in der Telegram-Gruppe. Leute, ich sage euch jetzt eine Sache, okay? Nutzt mehr die Telegram-Gruppen. Seid dort immer bitte aktiv. Dort kommt immer alles rein. Und dort habe ich auch den Link reingeschickt zu diesem Wheel. Und alles, was du negativ immer denkst, oh, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht oder sonstige Dinge, ich bin euch ganz ehrlich, das sorgt immer dafür, dass wir schwächer werden, dass wir uns runterdrücken lassen, dass wir uns runterziehen lassen können. Aber sowas wie Liebe, sowas wie Positivität, sowas wie Dankbarkeit, das wird dich stark machen und dann wird keine Person dich runterziehen können oder sonstige Dinge. Deswegen, das war damals, was ich verstanden habe, immer positiv zu denken. Wisst ihr, immer wirklich positiv zu denken, egal was mir im Leben widerfährt oder passiert. Ich habe immer das Positive in irgendwelchen Dingen gesehen. Und ich weiß, wenn alles schief läuft, es ist nie einfach, es ist nicht leicht, hundertprozentig. Aber da musst du diese Stärke wirklich aufbauen, diese Stärke aufbauen. Ja, Christian, ich hatte auch Gänsehaut. Aber das auf jeden Fall dazu. Ich möchte eine Sache noch mitgeben für Zagreb, was wichtig ist. Und zwar, ich will euch ganz kurz ein Bild teilen. Und zwar, hier ist die Arena in Zagreb. Hier. Und es gibt diese vier Hotels, die dort in der Nähe sind und preislich ganz okay sind. Ich sage euch nicht, ihr müsst in dieses Hotel gehen. Ich werde von Donnerstag bis Montag in einem dieser vier Hotels sein. Ich werde diese Woche es fix machen und fix buchen. In einem von diesen vier Hotels werde ich sein, von Donnerstag bis Montag. Wenn ihr Freitag ankommt oder wenn ihr Sonntag schon frei seid, ist das nicht schlimm. Ich sage euch nur, was ich mache, dass wir am besten alle so in dasselbe Hotel ungefähr geht. Ist ganz lustig, wenn man dann abends sich noch trifft, Mastermindet, zusammen lacht, zusammen was essen geht, zusammen ein bisschen Kacke baut. Nein, aber das auf jeden Fall dazu. In einem von diesen vier Hotels werde ich höchstwahrscheinlich sein, in der Arena in Zagreb, dass ihr das wisst. Das wollte ich euch teilen. Ich werde diese Woche es fix zu 100% buchen, von Donnerstag bis Montag das Hotel. Vielleicht werde ich auch ein paar Tage vorher in Split oder so sein. Oder in Zadar wahrscheinlich, also da am Strand direkt, ein paar Tage vor der Convention, so eine Art Urlaub. Aber das steht dann auf jeden Fall noch fest, also das erstmal spontaner. Aber dass ihr das schon mal wisst, in welchem Hotel ungefähr, wo ich wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich sein werde, ich werde es auch sonst in die Gruppe nochmal schreiben, dass ihr natürlich dort auch was buchen könnt, dort in sein kommt. Wenn ihr TLX habt, nutzt TLX, ihr bekommt mit TLX richtig, richtig geile Rabatte, auch dort im Ausland für Hotels oder sonstige Sachen. Aber sonst weiß ich, manche haben auch ein Airbnb, werden sich mit 5 bis 10 Leuten in Airbnb mieten. Auch sehr, sehr geil, könnt ihr auch natürlich machen, kann man sich gut Kosten auch sparen. Genau, deswegen das eigentlich dazu. Sonst habe ich nichts mehr. Wir sehen uns in 2 Wochen auf den nächsten Teamcall. Und eine Sache könnt ihr gerne machen in der Telegram-Gruppe. Droppt jeder mal sein krassestes Nugget, was er heute gehört hat. Was ist ein Nugget? Den krassesten Spruch, den er heute mitbekommen hat. Das krasseste Learning, was du heute hier gesammelt hast. Hau das gerne mal in die Telegram-Gruppe. Für die, die es verpasst haben, dass sie das sehen. Für andere, dass sie sehen, ah, was hat der mitgenommen? Was hat der mitgenommen? Deswegen haut das wirklich rein. Und sonst